Hey, grüßt euch. Und zwar habe ich mir mal heute was vorgenommen. Nein, ich glaube, ich muss anders anfangen. Vor gerade kurzem habe ich wieder auf YouTube mal so ein bisschen alte YouTube-Videos mir mal angesehen. Und da ist mir ein Video wieder aufgetaucht, und zwar das von so Tom Platz, wie der auf der FIBO, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, wie der auf der FIBO mit 238 Kilo 23 Wiederholungen gemacht hat. Ja, das habe ich jetzt mal, damit ihr so ungefähr den aktuellen Tag habt. Ja, und ich habe mir einfach heute mal vorgenommen, also mit 238, das ist ein Gewicht, was ich halt nicht mehr bewegen werde. Also da bin ich halt auch so ehrlich. Aber ich habe mir mal ein Gewicht ausgesucht, und zwar mit 170. Damit möchte ich heute einfach mal versuchen, wie viel Wiederholung ich damit schaffe. So, wenn euch das interessiert, hier kommt das Video und bleibt dran. Thank you.
So, mein Booster, Ingwer. Es sind 15 Wiederholungen geworden. Schade. Ich hätte sehr gerne 18 oder auch vielleicht 20 Wiederholungen gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, die 15. Wiederholung war so brutal schwer gewesen. Vielleicht, wenn ich noch Hilfestellung gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch eine 16. versucht. Ob ich die geschafft hätte, weiß ich überhaupt nicht. Na jedenfalls, wie gesagt, ich hätte lieber 18 oder auch 20 Wiederholungen gemacht. Aber wenn nicht mehr drin ist, dann ist nicht mehr. Jedenfalls, was dieser hier, also Tom Platz gemacht hat, und der hat ja nochmal 70, ja so Kilo mehr drauf gehabt. Mörderisch. Aber um vielleicht mal diesen Effekt mal selber zu bekommen, die vielleicht schon etwas länger Sport machen, also können ja mal mit 100 also Kilo versuchen, da 20 Wiederholungen zu machen. Das hier also geht so auf die also Pumpe oder. Und vielleicht welche, die noch nicht so lange Sport machen, die aber vielleicht auch nicht diese extreme Kraft haben, vielleicht mal etwas so leichter mit so 50 oder 60 und versucht damit mal 20 Wiederholungen zu machen. Das schlaucht wirklich. Ja, wie gesagt, mit den 170 jetzt, die 15 Wiederholungen. Nein, ich bin nicht zufrieden. Jedenfalls, jetzt wird mein Beintraining noch so aussehen. Ich werde noch hier so Beinstrecken machen. Erst werde ich noch mal etwas leichteres Gewicht nehmen. Kniebeugen noch, ja, so noch mal Kniebeugen zu machen. Aber ich werde jetzt mich halt enger, also die eben Füße enger hin hier so stellen. Aber ich habe jetzt hier so keinen Bock mehr, das abzufüllen. Ja, jedenfalls, und dann will ich unten in der Hocke sitzen bleiben. 1, 2, 3. Ach, eigentlich ja, so kann ich euch das auch nochmal zeigen. Thank you.
Ja, wie gesagt, es sind halt mit 170 15 Wiederholungen geworden. Nicht annähernd an der Emitzahl, die ja so Tom Platz gemacht hat. Aber gut, ich hier also bin auch leider hier also kein Tom Platz. Es ist halt nicht nur, dass du da die eben Beine trainierst, du trainierst damit deinen also ganzen Herz-Kreislauf. Also das ist halt so extrem, also jedenfalls, wenn man dazu irgendwie Lust hätte, aber macht das bitte mit Hilfestellung links und rechts und hinter einem sollte vielleicht auch noch einer eben stehen und dann könnt ihr das ja mal ausprobieren, wie viele Wiederholungen ihr mit einem bestimmten Gewicht hier so schafft. Aber wie gesagt, macht das halt eben bitte mit Hilfestellung und auch halt nicht irgendeinem, sondern schon mit einem hier so fahrenden Athleten im Sportler, der wirklich auch so, der halt eben ja so wirklich ordentliche Sicherheit euch da so bieten kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder ein kleines bisschen gefallen. Ich habe mal versucht, ein anderes Training mal mit reinzunehmen, weil es ist halt immer eine kleine Herausforderung so für mich. Und wie gesagt, ich möchte nicht als Ausrede haben, dass ich halt schon zu alt bin oder halt weiß ich nicht was. Weil in meinen Augen ist einfach das Alter eine Zahl und ja, so eben keine Ausrede irgendwie wert. Wo der Mensch halt sehr, sehr gewitzt und gewieft ist in Ausreden. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst ein ja so Daumen da, vielleicht abonniert ihr mich auch. Ich bin noch mal am überlegen, vielleicht noch mal ein bisschen was anderes reinzunehmen, aber ich muss das halt erst noch mal überlegen, wie ich das alles umsetze, dadurch, dass ich ja auch nun Familienvater bin, einen normalen eben Job nach ja so gehe, kriege ich das nicht immer hin, regelmäßig hier Videos hochzuladen, aufzunehmen, dadurch, dass ich nun halt wirklich auch alles alleine mache und ich auch nicht mit der ganzen eben Technik so bewandt bin. Also ich hier versuche aber wirklich mein ja so Bestes, meine eben Leiden ja so schafft, mit euch zu, naja, so teilen und vielleicht auch meine Erfahrung, mein eben Wissen euch weiter mit zu vermitteln. In dem Sinne, bleibt gesund. Oh, nee, ich will euch erst noch mal einen kleinen Bizeps-Check machen. Und jetzt, in dem Sinne, bleibt gesund. Oh.